willkommen zu diesem neuen Vlog von mir, zu diesem kleinen Weihnachtsferien-Vlog. Ich habe jetzt Weihnachtsferien seit einigen Tagen und bin sehr froh, weil ich echt mal eine Entspannung brauche und eine Pause brauche nach diesen ganzen Projekten, die ich in der Schule arbeiten, an denen ich in der Schule arbeiten musste und echt auch Stress deswegen hatte. Und tatsächlich geht mein Stress so ein bisschen weiter, weil ich heute alle Videos für die nächsten Wochen vorproduzieren muss und auch die ganzen TikToks, die ich noch hochladen möchte, weil ich nämlich in den Urlaub fahre über Weihnachten und deswegen hier alles schnell vordrehen muss. Ich muss auch einige Sachen erledigen, auch was so Weihnachtsgeschenke angeht, dass auch gerade nochmal ein super schönes Paket bei mir angekommen, was ich euch auch zeigen kann mit Weihnachtsgeschenken. Und ja, ich muss jetzt mal anfangen, ein Video zu drehen. Ich habe mich auch gerade schon fertig gemacht und ich habe heute mal Locken probiert. Eigentlich mache ich das nicht so, dass ich meine Haare mit Hitze bearbeite, weil ich das nicht mag. Aber heute, wenn ich mal den ganzen Content produziere, dachte ich mal, kann ich mich auch mal ein bisschen schicker machen. Und ja, wie ihr schon gesehen habt, habe ich meine Morgenroutine gemacht für die Weihnachtsferien. Bin ein bisschen müde, weil ich heute nicht so lange geschlafen habe. Also halt, ich glaube 7,5 Stunden, das geht eigentlich noch. Aber ja, ich muss mich nämlich heute echt ein bisschen beeilen mit den ganzen Videos. Und werde deswegen jetzt auch mal schnell anfangen. Ach, so Leute, das ist einfach mein Trick. Immer, wenn ich mehrere Videos an einem Tag drehe und dann jetzt meine Locken rausnehme, dann mache ich einfach nur anderen Haarreifen rein, andere Klamotten, also andere T-Shirt, Pulli. Und dann sieht es aus, als hätte ich einfach an verschiedenen Tagen gedreht. Sehr schlau. So, ich bin jetzt fertig mit den ganzen Videos. Wie man sehen kann, ich sehe schon wieder ganz anders aus, weil ich ja, mein Outfit gerade geändert habe für das neue Video. Und gleich muss ich auch schon Deutschunterricht geben. Es ist nämlich gleich 11 Uhr und ich gebe mir von 11 bis 12. Und mein Zimmer ist gerade einfach noch ein Chaos. Ich habe einfach so meinen Kalender kaputt gemacht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war da halt so ein Sticker drauf und ich wollte den abmachen. Ja, jetzt sieht es ja so aus. Und das ist noch mein Lockenstab, der hier einfach so rumliegt. Es ist gerade sehr unordentlich hier. Aber ich fahre da morgen schon im Urlaub, deswegen muss ich heute noch wirklich alles einfach ordnen. Bevor wir das machen, kommen wir aber auch noch zu einer meiner Lieblingssachen im Monat. Und zwar ist das wieder ein neues Trend Raider Paket aufzumachen. Falls ihr schon meine letzten Vlogs einmal gesehen habt, dann wisst ihr sicherlich schon, dass ich jeden Monat die Box von Trend Raider bekomme. Und zwar ist Trend Raider... Da fällt schon alles zusammen in meinem Regal. Und zwar ist Trend Raider ein Unternehmen, was jeden Monat eine Box rausbringt mit den besten nachhaltigen Produkten. Das heißt, ihr kriegt sozusagen so eine Testversion von einigen Produkten und könnt einfach austesten, was euch gefällt. Es geht wirklich von Kosmetik, Wohlbefinden, Bildung. Da gibt es irgendwie alles. Unterhaltung. Und Trend Raider sucht sozusagen einfach die besten Schnäppchen für mich raus und die besten Testversionen von Produkten und so. Und da kann ich gleich mal gucken, was mir gefällt. Diesen Monat ist logischerweise das Thema Weihnachten. Und das Thema heißt Celebration. Wie ihr wahrscheinlich wisst, freue ich mich wieder am meisten über das Essen. Und die erste Essenssache, die drin ist, sind gebrannte Mandeln. Oh mein Gott. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich noch einige Sachen, von denen ich jetzt hier drin finde, auch noch mal zu Weihnachten verschenke oder zu Weihnachten anderen Leute gebe zum Probieren oder so. Deswegen mal gucken. Ich schaue wieder mal in das Heft rein, um dann genau auch zu sehen, was diese Produkte eigentlich sind. So. Oh mein Gott, ein Scrunchie. Als nächstes haben wir dann diesen Scrunchie aus Biobaumwolle und ich liebe einfach die Farbe, weil das so schlicht ist. Richtig cool, jetzt werde ich safe jetzt die ganze Zeit benutzen für die Weihnachtszeit. Also ihr wisst ja auch, dass ich Schmuck liebe und ich habe gerade in dem Paket die nächste Sache gefunden. Und zwar ist das ein Armband aus Edelstein. Wie schön ist das denn bitte? Und ich habe auch gerade nochmal in diesem Buch hier gelesen, dass es aus einem Unternehmen aus Nepal kommt, das sich für das Empowerment der Frauen einsetzt. Also auch eine sehr coole Message und ich freue mich, das zu unterstützen. Jetzt machen wir etwas auf, was hier drin ist. Was ist es wohl? Hier diese Bio-Soße und vor allem steht doch hinten drauf ideal zu Tofu, Fleisch, Fisch, Gemüse als kalter Dip, im Auflauf, im Sandwich-Toast oder im Burger. Einfach perfekt für alles, würde ich sagen, zu Weihnachten. Und wir haben hier noch sowas. Ich glaube, das ist sogar die zweite Soße davon. Mal gucken. Nee, okay, ich habe falsch gedacht. Ist es ein Getränk? Okay, ein alkoholfreier Cranberry-Drink natürlich und ich möchte es eigentlich trinken, aber ich habe keinen Flaschenöffner hier. Ich trinke das gleich, wenn ich Deutschunterricht gebe. Können wir auch direkt schon zur nächsten Sache. Ich greife jetzt irgendwas rein und hole mir irgendwas raus. Das hier. Für deine Weihnachtsbäckerei. Keks aus Stecher. Ja! Es kommt leider ein bisschen zu spät, weil ich schon Plätzchen gebacken habe. Aber naja, nächstes Jahr dann. Und wir haben hier drin einfach so Rezeptkarten.
mit einigen Rezepten drauf. Ich glaube, sowas kann man auch einfach richtig schön verschenken. Also, das ist wirklich eine richtig coole Idee. Das nächste Produkt ist dann diese 3-in-1 Haarmaske. Und das finde ich auch richtig praktisch, weil ich euch auch heute Morgen gezeigt habe, dass ich meine Haare gelockt habe oder gewellt habe, wie auch immer. Und ich versuche gerade, mir das ganze Hairstyling und sowas beizubringen, Haarpflege und sowas, weil ich da echt nicht in der Materie drin bin. Und ich freue mich da sehr, ein bisschen Unterstützung zu bekommen und diese Haarmaske jetzt hier zu haben. Perfekt für Weihnachten ist natürlich auch noch einen schönen weihnachtlichen Raumduft zu haben. Und dafür ist dann diese Flasche hier, dass es so ein weihnachtliches Aroma in unseren Raum gibt. Hier steht sogar drauf Engelduft. Natürlich einfach wieder viel essen. Und zwar einmal Haselnussschokolade und dann nochmal Winterspice. Also nochmal Winterspice Schokoriegel. Okay, eine Sache, die ich gerade auch richtig süß finde, ist einfach diese Edelstahlreibe, die man einfach so zu Weihnachten auf den Tisch stellen kann oder so. Generell, ich finde es voll cool, weil das ist halt so klein, cute. Ja, ich habe gerade überlegt, eigentlich benutzt man ja sowas eher für Käse oder so, aber man kann auch einfach Schokolade nehmen, dann die Schokolade daran so reiben und dann irgendwie so auf den Kuchen Schokoladen, Flocken raufmachen. Okay, ich glaube, ich habe meinen nächsten Favoriten gefunden und zwar ist das dieser rote Nagellack. Erstmal, wie schön sieht das bitte aus? Und dann ist es einfach auch noch rot. Okay, das ist definitiv mein Lieblingsprodukt aus diesem Paket mit dem, glaube ich, zusammen. Wir haben aber noch zwei Sachen drin und zwar die vorletzte Sache ist das hier. Umweltfreundlicher Reinigungs- und Polierstein, gift- und säurefrei. Liebt ihr auch diesen Geruch von Wäschekeller? Wir haben uns nämlich so einen Waschraum und ich liebe einfach den Geruch von diesen ganzen Putzmitteln. Ich weiß, es ist wahrscheinlich richtig toxisch, aber ja, deswegen ist das ein sehr schöner Geruch. Und jetzt die Sache hier drin ist dann auch diese Sache hier. What is it? Ein veganes Wachstuch, oh. Ein wahrer Life-Changer für die Vermeidung von unnötigem Plastikmüll. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also nochmal vielen Dank an das Team von Trendvader, dass ihr mir diese Box zugeschickt habt. Ich freue mich wirklich jeden Monat darauf, die zu öffnen. Und ich habe natürlich auch wie immer einen Gutscheincode für euch, falls ihr auch ein Paket kaufen wollt. Guckt gerne da vorbei. Trendvader hat nämlich jeden Monat ein einzigartiges Thema. Dieses Mal war es ja Celebration. Also nochmal vielen Dank dafür. Ich freue mich da immer darüber. Yes, very good. Then we have das Bild and die Bilder. Warum will Flo nicht die Karotte essen? Nimm! Nimm! Iss! Iss! Ich bin jetzt gerade dabei, ein neues Video zu schneiden für euch und man hört schon, mein Laptop ist so laut und vor allem ist es gerade witzig, vielleicht ist es ein bisschen TMI, aber ich habe gerade meine Tage und ich liebe das, wenn ich an meinem Laptop dran bin. Da kann ich den immer so rauflegen, weil ich mich dann hinlege und dann meinen Laptop auf meinen Bauch lege und dann ist es wie so eine Wärmflasche. Aber außerdem hat auch nochmal eine gute Freundin von mir so ein Kirschkernkissen selbst genäht. Das ist auch sehr schön, was ich mal warm machen kann. Und jetzt werde ich mit Flo zusammen rausgehen, obwohl es kalt ist. Denke ich, will ich nicht rausgehen, aber Flo muss natürlich auch mal raus. Und Leute, wirklich meine Locken sind einfach jetzt schon wieder raus. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich auch einfach Haarspray reinmachen sollen, aber ich mag das nicht. Denn wenn ich Haarspray reinmache, muss ich meine Haare an dem Tag auch noch waschen und ich möchte sie dann nicht jeden Tag waschen. Ich möchte meine Haare einfach nicht damagen und demolieren. Ja, ich muss sie dann noch reinfuchsen, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, als ich das Paket ausgepackt habe mit Hairstyling und so. Ja! Okay, anyway, ich muss gleich mal mit Flo rausgehen, dann möchte ich mal meine Tasche packen. Also ich nehme halt nur so eine kleine Tasche mit. Und ja. Leute, ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, welche Bücher ich mitnehmen soll, weil es noch so viele gibt, die ich einfach hier habe, die ich noch nicht gelesen habe. Ich habe mich jetzt für diese beiden Bücher hier entschieden. Und jetzt muss ich noch meine Tasche generell mal packen. So, ich nehme jetzt mal die Sachen raus, die ich mitnehmen möchte. Hi Leute und guten Morgen. Mittlerweile haben wir schon den nächsten Tag, aber ich wollte mich nochmal von euch verabschieden und danke sagen fürs Zugucken. Auf jeden Fall war das jetzt mein kurzer Weihnachtsferien-Vlog, wo ich ein bisschen organisieren musste und alles. Und
Und genau, also ich habe jetzt auch ehrlich noch fertig gepackt und alles und bin ready. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald auf meinem Kanal wiedersehen. Wie immer, vergesst auch nicht noch bei TikTok vorbeizugucken, wo ich momentan jeden Tag ein Video hochlade zum Thema 2022 planen und organisieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald wieder. Tschüss!